Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute geht es um The Journey und zwar wurden da ganz, ganz viele neue Informationen rausgehauen und darüber werden wir heute eben reden. Und Freunde, der Merchandise ist jetzt eben bei mir auch angekommen, den könnt ihr euch natürlich auch gerne gönnen, der Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon direkt hier mit den Infos zu The Journey. Und zwar seht ihr hier schon The Journey Hunter Returns. Nach einer sensationellen Debütsaison in der Premier League ist Alex Hunter weltweit Gesprächsthema Nummer 1. Und nun steht er vor seiner zweiten Saison und nach einem turbulenten Transfer-Hickhack hat er die Chance, für einige der größten Clubs der Fußballwelt zu spielen. PSG, Bayern, Atletico und LA Galaxy. So, wir gehen hier gleich direkt weiter. Den Trailer haben, denke ich, die meisten schon gesehen, deswegen werde ich den jetzt nicht nochmal abspielen. So, da seht ihr auch schon ein Bild mit Henri. Ja, richtig, richtig krass. Alex Hunter hier, Alter, die Grafik ist einfach auch wirklich nur außergewöhnlich. So, Top-Besetzung. Cristiano Ronaldo steht an der Spitze einer erstklassigen Besetzung, in der sich unter anderem Namen wie Antoine Griezmann, Thierry Henry, Dele Alli, Rio Ferdinand, Thomas Müller und James Harden befinden. Und ja, das heißt einfach, dass der jetzt wirklich ins Ausland gehen wird. Ja, das hat man auch am Anfang hier gesehen. Bayern, PSG, Atletico und LA Galaxy. Das heißt, es sind andere Ligen dabei. Das war ja in FIFA 17 nicht so, in FIFA 18 bei The Journey gibt es neue Ligen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Es geht um noch mehr. Kapitelbasierte, kurzfristige Ziele geben Alex die Gelegenheit im Verlaufe der zweiten Spielzeit seiner so vielversprechenden Karriere, um noch mehr zu spielen. Dabei kann er sich in den besten Ligen der Welt diverse Trophäen sichern. Das heißt, da wurde das Ganze jetzt nochmal bestätigt, in den besten Ligen der Welt, also in anderen Ligen wie auch, als auch nur der Premier League. Und da ist noch ein richtig gutes Bild auf jeden Fall auf der Seite. Sieht ganz interessant aus und da ist auf jeden Fall eine Ultimate-Team-Belohnung am Start. Das heißt, du musst da verschiedene Dinge abschließen, um eine bestimmte Belohnung zu bekommen, die du dann in Ultimate-Team anwenden kannst. Das hier ist ein Pack. Ja, was für eins das genau ist, sieht man nicht, aber da steht auf jeden Fall FIFA Ultimate Team. Da steht FIFA Ultimate Team Reward Unlocked. Also du hast den Reward, den Preis sozusagen freigeschalten, indem du hier diese Sachen abgeschlossen hast. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das finde ich gut aufgebaut. Das ist so ähnlich wie die Objectives in Ultimate Teams. Nur, dass du eben in The Journey auch so gewisse Ziele hast, kurzfristige Ziele. Und wenn du die dann eben abschließt, so kleine Aufgaben, dann bekommst du Belohnungen in Ultimate Team. Wir gehen rein zum nächsten und zwar auf deine Entscheidungen kommt es an. Stelle dich noch größeren und noch kniffligeren Entscheidungen, die die Story langfristig beeinflussen und verändern. Da haben sich nämlich viele beschwert bei FIFA 17, dass manche Entscheidungen gar keinen richtigen Einfluss auf das Spielgeschehen hatten. Und da wollen die jetzt eben was ändern, beziehungsweise haben sie halt angekündigt, dass sie was ändern wollen. Und hier ist dann sozusagen die Bestätigung, wenn du wirklich eine Entscheidung triffst, dass das dann auch wirklich dich zu einem ganz anderen Ende führt, zu einem anderen Weg. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, triff Entscheidungen, die sich auf Alex Hunters Karriere und seine Beziehungen auf und neben dem Rasen auswirken und deinem The Journey-Abenteuer einen ganz persönlichen Stempel aufdrücken. Ja, wie gesagt, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Neue spielbare Charaktere, das gab es auch absolut gar nicht in FIFA 17, beim ersten Teil von The Journey. Erlebe kurze, eigenständige Stories mit neuen spielbaren Charakteren, denen Alex im Verlaufe von The Journey begegnet. Und der begegnet so vielen Fußballern, der begegnet seiner Familie, der begegnet Freunden, Bekannten. Das könnte echt richtig cool werden, denn er begegnet ja auch zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Vielleicht kann man da auch mal kurz reinschnuppern und mit Ronaldo irgendwie so spielen, als ob eben man selber Ronaldo ist und als ob das auf einmal die Story wäre. Finde ich auf jeden Fall extrem nice, dass man sich da so reinversetzen kann in andere Spielcharaktere und das ist eben jetzt auch mit am Start. So, das ist jetzt was ich viele gewünscht haben und viele aber ausgeschlossen haben. Angeblich war das schon bestätigt, dass das nicht dabei sein wird, aber da ist es. Dein Alex Hunter. Passe Alex Hunters Aussehen nach deinen Vorlieben an und wähle seine Frisur, seine Tattoos. Das haben so viele ausgeschlossen. Überall stand, nee, Tattoos, das kommt nicht, das kommt nicht. Und da ist es jetzt aber. Seine Tattoos und seine Kleidung. Du kannst sogar Alex stärkeren Fuß an deinen Spielstil anpassen. Also das ist wirklich sehr, sehr krank und ihr seht das schon, da sind echt auch kranke Frisuren dabei, muss man ganz klar sagen. Also das hier zum Beispiel sieht halt schon irgendwie heftig aus und hier seht ihr auch schon, das ist auch nicht mehr die Frisur, die er glaube ich hatte in FIFA 17. Das finde ich echt sau stark, dass sie das mit eingefügt haben. Hier sieht man auch den Bart, da gab es auch ganz, ganz viele Bilder im Internet, wo er einen Bart hat und das dürfte auf jeden Fall hier auch am Start sein. Und da kann man die dann eben auch irgendwie freischalten.
ja, Tattoos auch, finde ich wirklich sehr, sehr gut, das Ganze. Finde ich sehr, 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 sehr geil, dass sie das auch mit eingebaut haben. Das bringt halt wirklich deinen persönlichen Touch mit rein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du FIFA 19, FIFA 20, du das Ganze dann wirklich mit dir selber spielen kannst, sodass du dir einen eigenen Pro baust und mit dem dann The Journey durchläufst. Wie krass wäre das? Das wäre nochmal ein nächster Schritt und ich denke mal, den dürfte es in den nächsten Jahren geben. Wenn es das dann wirklich geben wird, dann spiele ich genau diese Szene von hier jetzt ab. Dann lasse ich mich natürlich feiern. So, wir gehen rein in die letzten beiden Punkte. Müssen es sein. Ja, wobei, ja, das sind die letzten beiden. Spiele mit Freunden. Schließe dich mit einem Freund zusammen und genieße The Journey. Hunter Returns mit neuen Gameplay-Optionen für lokalen Multiplayer. Lokal heißt nur auf einer PS4, also nicht online. Ja, das ist wichtig. Und das heißt aber, wenn du einen Kollegen da hast, kannst du mit dem The Journey zocken. Finde ich ganz cool, falls man das sowieso, also falls ihr sowieso irgendwie öfter mal mit euren Freunden oder so zockt, könnt ihr eigentlich zusammen The Journey spielen. Das ist schon ganz nice und da steht ja auch mit neuen Gameplay-Optionen. Ja, nicht diese eine Option nur mit den Freunden, sondern mit neuen Gameplay-Optionen. Vielleicht kommt da noch irgendwas, man munkelt und man wartet auf jeden Fall noch auf weitere Infos. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier auch schon rein ins allerletzte Dings hier. Bereise die Fußballwelt. Ein spontanes 5 gegen 5 in Brasilien, eine Saisonvorbereitungstour in Los Angeles und ein intensiver Wettkampf in den besten europäischen Ligen. Mach dich mit Alex auf eine wahre Fußballreise gefasst. Sollte das nicht irgendwo da stehen? Mach dich mit Alex auf eine, ja okay, kann man schon so sagen, okay. Mach dich mit Alex auf eine wahre Fußballreise und finde dich in den unterschiedlichsten Spielumgebungen zurecht. Ja, wie ihr es mitbekommen habt, The Journey wird auch mit FIFA Street sein. Eine kurze Szene wird in den Favelas von Südamerika, glaube ich, stattfinden. Und das ist auf jeden Fall ganz interessant und ganz cool. Also für viele, die jetzt dachten, ja, The Journey ist wieder in FIFA 18 drinnen, das stimmt nicht ganz. Das ist nur ein kurzer Abschnitt in The Journey. Und ja, die haben auf jeden Fall bei The Journey schon viel verbessert. Eben das mit FIFA Street, das mit den Freunden, dann, dass du ihn anpassen kannst, auch Tattoos und so, dann, dass die Entscheidungen mehr Einfluss haben und dass du tatsächlich andere Charaktere spielen kannst und dann eben das noch mit diesen Belohnungen und so und da eben ganz, ganz viele neue Typis drinnen, wie eben Ronaldo, wie Henri, Thomas Müller, Dele Alli und so, da sind wirklich viele, viele interessante Leute dabei, die in The Journey da wirklich einen Einfluss haben werden. Okay, Freunde, das war es auf jeden Fall jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Checkt gerne noch die Videobeschreibung ab und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao.